Scheiße! Morgen, Jungs. Peace. Ich spiele heute mal wieder SCP Containment Breach. Yo. Es gibt keine neue Version. Deswegen zocken wir heute nochmal die Map von TheGamer36. Wieso steht hier Lesen? Das ist doch die Readme von dem, oder? Ja. Das war komisch. Der hat uns nämlich geschrieben, dass wir seine Map falsch gespielt haben. Oder? Ja, aber das stand nicht in der Readme, das hat er zusammen mit dieser Map geschickt. Ja, er hat uns da aber stand drin, dass die extrem schwer war und wir eine Überlebenschance von 10% haben. Genau, und er hat uns nochmal geschrieben. Ja. Dass wir letztes Mal die Map falsch gespielt haben. Ja, was heißt falsch? Nicht falsch, aber wir müssen durch diesen SCP-096-Raum gehen. Genau. Und das schaffen wir nur mit dem No-Clip-Command. Wahrscheinlich schaltet er die Events aus oder so, ich weiß nicht genau, was der macht. Ja. Aber wir machen den Command erst, wenn wir da sind, oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir aus, ja. Ja. Gut. Ist der Plan für heute. Okay. Werden wir dann gucken. Ja, passt, ne? Passt. Wobei ich mich frage, wie kommt er auf die 10% Überlebenschance? Auf welcher Basis hat er das berechnet? Die Frage jetzt direkt an ihn richten. Wir sind auf Kamera. Hat er 10-mal gespielt? Und ist 9-mal gestorben und hat es 1-mal geschafft. Es gibt übrigens auch Neues von SCP Containment Breach. Direkt aus dem Headquarter. Und zwar wurde kürzlich eine Sneak Preview, ein Sneak Peek zu Version 08 veröffentlicht. Oh shit. Können wir auch unten nochmal verlinken, ne? In der Description. Und zwar eine besondere Neuerung ist ein neues SCP. Den Automat hast du, glaube ich, schon mal drüber geredet, ne? Ja, SCP-294. Was mein konzeptionelles Lieblings-SCP ist. Wo man irgendeine... Oh. Wo ist jetzt denn die Tür vorhanden? Da, hinter dem Raum. Na gut. Wir waren bei dem Automaten, ne? Ja. Wo man irgendeine Substanz eingeben kann, per Tastatur. Eine flüssige Substanz, die es zumindest die auf der Welt im flüssigen Zustand existieren kann. Genau. Man kann zum Beispiel auch flüssigen Stickstoff eingeben. Und in diesem Preview-Video sieht man eben, wie er verschiedene Sachen eingibt und die dann trinkt. Zum Beispiel Jesus. Genau. Blut Jesu. Oder Liquid Nitrogen und dann stirbt er. Und da sind wir mal gespannt, wie das dann, was man da alles eingeben kann. Das muss ja recht kompliziert sein, zu programmieren. Also ich bin jetzt zuerst links gegangen, weil wir ja dort nur die Keycards bekommen, ne? Und zu 914 kommen. Ich finde es gut, dass du dich noch so gut dran erinnerst, weil ich habe keinen Plan. Und im nächsten, wenn ich gerade ausgegangen wäre, nach rechts, wäre dann eine Sackgasse gewesen. Was genau, ich glaube, da war der Tunnel, auf der anderen Seite war dann eine Sackgasse oder so. Haben uns geärgert. Ich glaube, das 372 war da oder so. Und der Weg zum Ausgang führt eben dann nach links. Aber da kommen wir nicht weiter, weil da... Weißt schon, hier. Genau. Ach so. Nee, weil 096 da ist. Und wir da nicht durchgekommen sind. Da ist das schon. Ich habe ja genug Keycards. Soll ich das jetzt nochmal mit dem Navigator machen oder lassen wir es? Ich würde den Navigator wegschmeißen. Weil der immer nur buggt. Das Spiel abbricht. Na gut, aber die Gasmaske und das dann mache ich trotzdem. Und ich schmeiß mal Spaß, habe eine Keycard mit dran. Müssten wir einen Bug-Report senden. Bug-Report. Dass der Navigator unsere Gameplays verpfuscht. Ja. Wir wollen Schadensersatz. Wir beschweren uns, dass er den Omnicard, nee, schade. Wir beschweren uns, dass er den Intake wieder in hatten wir das Blaue gesehen in Input nennen soll, oder?
Ja, very fine. Ja, einfach volles Risiko, ne? Ich hab noch einen Zweier. Und drei Kicker zu Löffel sammeln, ne? Scheiße. Das finde ich sehr gut. Ja, passt. Okay. Die Batteries kann man weghauen. Und was brauchen wir? Die Gasmaske brauchen wir noch oft. Jetzt ist das Wichtige mal in die oberste Reihe. Das da vielleicht noch. Wenn du meinst, dass es dir was bringt. Und den Rest können wir dann vor Türen schmeißen oder so. Um den Weg zu markieren. Na? Jetzt sind wir von links gekommen. Und ich schaue jetzt mal hier lang. Ah, okay, da ist der Virus. Virus. Sollen wir den nochmal releasen? Release the virus. Ja, wir können gucken, was in diesem Raum da ist. Ist das der T-Virus? Ah, das ist Document. Der T-Virus ist Resident Evil. Der macht doch alle zu Zombies, der Virus da drin, oder? Ja. Dann ist es der T-Virus. Wobei, irgendwie, immer wenn es mit Zombies geht, geht es um irgendein Virus, oder? Der Ring, da spielt man das Mic und das Mic. Ja, Mausbug. Bug Report. Und das da. Wollen wir? Ja, ich habe noch keine Pille. Erst wenn ich eine Pille habe, dann mach ich den. Hol dir die Pille. Die Anti-Baby-Pille. Und dann kannst du. Das Anti-Baby-Brikett. Über Stefan Raab. Hast du nicht gesehen? Nö. Das ist schon länger her. Aber haben sie mal in irgendeiner Serie oder so, Menschentierreduktoren oder sowas, ne? Weißt du schon, wo sie im Zoo sind, haben sie gezeigt, wie sie einem weiblichen Nilpferd die Antibabypille geben. Und das war halt dann echt so ein Gerät. Aber ja, der Stefan hat gesagt, das ist nicht mehr die Pille, das ist Antibabypilikett. Jetzt gerade gezuckt ein bisschen, ne? Das hat sich komisch angehört. A little bit scared. Mal ein bisschen, oder? Natürlich. So, von da sind wir gekommen, ne? Right? Und da zum T-Kreuz, wenn wir da kommt, dann gehe ich nach links. Dann sind wir richtig. Ja. Ja, in herum. Wieso kommt es zweimal, Junge? Oh, shit, Junge. They don't share. Siehst du? Ein Krüppel. So, wie lange jetzt? Das habe ich überhaupt keine Ahnung mehr. Eins davon war, glaube ich, Sackgasse. Das war doch. Sind wir da. Das war die Sackgasse. Sind wir da zwei durch und dann kam irgendein Scheiß, wo man nicht weiterkommt. Oder? Ich weiß nicht. Da kommt er der. Wow, Junge. Das war sick, Mann. Jetzt nimmst du einfach das Buch, schaust rein. Das sind wir hier, was da gerade abgeht. Der Stromzaun. Mit dem mal durchlocken. Passiert doch nichts. Der ist doch aus Stein oder so. Der ist immun. Ach, der ist ja ein Boden-Pokémon. Das ist ja auch nicht effektiv, ne? Soll ich probieren? Bringt nichts. Der hat sich durchgeportet. Ja, das ist. Das war der andere Weg. Hat aufgemacht. Kommt doch irgendwann. Hat aufgemacht. Geh mal raus. Komm da. Hat nicht aufgemacht. Der ist irgendwann. Da? Ne, das ist so eine pixelige Kante. Meinst du der Grind da unten? Ja, tatsächlich. Der grindet da wirklich unten. Was, wenn er jumpt? Alter, ich hab Schiss. Wie kommt der da runter? Das war doch früher auch nie. Ah, oh Mann, ey, ich schwitze schon wieder.
Fuck. Geh einfach raus. Hilfe. Ganz da angegangen. Ist er von da oben gekommen? Aus diesem Ventilation? Maybe. Schlimm. Echt schlimm. So, und da weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Weg das war. Das waren beide solche Gänge. Jetzt jeder Raum übervorsichtig, oder? Kommt er, oder? Dieser asoziale Rauch. Sehr gut, sehr gut. Danger. Ich gehe mal hier. Prepare mal für Gate B. Müssen wir uns da merken, wo der war, ne? Lighting on. Door control off. Diesmal habe ich es gemacht. Beim letzten Mal habe ich es ja auch gemacht, aber ich habe mich danach nicht mehr erinnert, ob ich es jetzt wirklich gemacht habe. Mm. Verstehst du? Das weiß ich noch. So. Gehen wir jetzt da durch. Würde ich schon sagen. Mal gucken, was on the other side ist. Mausbug. Schieb's nicht immer auf den Mausbug. Ja, wenn ich es so mache, dann war das der Mausbug. Kam mir gerade sofort, hätte ich was gehört. Ein entferntes. Geräusch kommt, aber der hockt doch gar nicht in seiner Doch. Der hockt dann nicht, wenn wir den zuerst hier sehen und dann in dem anderen Raum. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn du im Creator beide Maps mit einbaust, dann corruptet das irgendwie das Event im anderen Raum. Das corrupted das Event, hast du ja gut gesagt. Weil auch in der anderen Map, die wir bekommen haben, vom Alex B., da waren auch beide Räume und da sind wir nicht durch den anderen Raum gekommen. Also entweder ist es halt ein Bug vom Map Creator oder der Fehler liegt darin, wenn beide Räume in der Map vorkommen. Wenn einer viel Zeit und Lust hat, kann er das mal ausprobieren. Ja, ich denke nicht, dass der Map Creator liegt. Nur was der Map Creator macht, ist wahrscheinlich irgendeine Textdatei, die das Spiel dann ausliest. Hinter mir, oder? Ich sehe den Raum. Scheinbar. Ich habe Angst. Bisschen. So. Von da kommen wir her. Ambient? Oder? Ambient. Wir brauchen jetzt 0, was schon? 72. Ich hab's gehabt. Shit. Ja, wieso denn nicht? Mausback. Was nu? Yes! Nein!
Hast du es gehört? Der hat die Tür aufgemacht. Hab's gehört. So kommt er nicht durch. Aber meinst du, er kann solche Türen auch öffnen? Wahrscheinlich. Er kann alle Türen. Das möchte ich mal sehen. Das ist für mich echt brennend interessant. Sieht sicher aus. Sagt. Microsoft Sam. You can help. Listen carefully. Carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote door control system. Now, I am unable to operate the doors. This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Your only feasible way of escaping is through Gate V, which is currently locked down. I, however, could unlock the doors to Gate V if you re-enable the door control system. If you want out of here, go back to the electrical room and put it back on. Until then, I have no business speaking to you. Okay, ich habe eigentlich alles verstanden. Also er sagt, unser einziger Weg nach draußen ist Gate B, welches jetzt ja verschlossen ist. Und er kann es wieder aufmachen, wenn wir die Door Control wieder aktivieren. Wie ist denn das? Wir haben Gate B noch nie gesehen, außer bei Alex B seiner Map. Ja, und das dann, das steht dann. Weil es so blurry ist, siehst du. Jetzt sind reingelockt und zugemacht. Scheiße, stimmt. What an interesting idea. Ich habe keine Stamina mehr. Oh Gott, jetzt schließt sie so langsam, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Komm, blinz mal. Hat sie aufgekriegt, ne? Wir haben es noch nicht gesehen. Hat sie aufgekriegt. Wie? Die Tür. Nee, der war hinter der Tür. Ja, klar. Es gibt tatsächlich Türen, die er nicht. Ja, war außer dieser eine Doktorstür, die kann er ja. Scheiße! Du hast noch! Scheiße, die war offen. Ich glaube, ich geh kotzen. Meine Güte. Bleib sein. Da liegt was? Achso, das hast du. Oh, Mausback. Ja, jetzt guck mal auf, wo du rumläufst hier. Der ist wahrscheinlich schon wieder woanders. Zweimal so fett erschrocken in dem Gameplay bis jetzt. Boah. Wir spielen auch schon an die 20, da hat's doch gerade schon wieder blurry. Ja, so jetzt müssen wir. Nein, nicht rein, ne? Müssen wir jetzt No Clip machen, oder? Ja, mach's jetzt. F3. No Clip on, glaube ich, oder? Ja, ach so, jetzt können wir durch Wände gehen. Ja, gut, dann mach's wieder aus, sonst ist es ja blöd. F3. No Clip. Auf. Oh, verkackt. Oder? Warte. F3. No Clip. On. Wir leben auch noch. Aber ich sehe nichts. Du bist runtergefallen. Ja, und endlich weit wahrscheinlich. Ach, Glück gehabt. Okay, wir sind wieder dabei. Ja, aber wo? Das stimmt schon. Ich habe ja die Batterie gelegt. Ein Ei habe ich gelegt. Oh, shit. Wir haben Gesellschaft.
Yeah! We kill him. Absolutely, boy. Boom, boom, boom. Mein Kaugummi löst sich langsam auf, das ist widerlich. Na komm schon. Komm da von der Seite. Nee, da kommt von da raus. Wann hinten? Wer muss jetzt? Da. Oh. Das hat er lange auf sich warten lassen. Gut. Hä? Da waren wir schon. Da waren wir gerade, ne? Ja. Dann müssen wir zurück in die andere Richtung. Na? Du musst jetzt aber nah rangehen. Vielleicht war das der, ach, das ist der Mond, wo der andere gespawnt hat. Ja, das ist jetzt komisch. Mir war so, als wäre der in der Richtung gewesen. Ach, scheiß doch drauf. Und da waren wir doch. Jetzt sind ein Weg, oder? Jetzt von da sind wir am Anfang hergekommen, müssen wir jetzt dahin. Ja. Klingt irgendwie logisch. Und letztes Mal glaube ich auch so, dass der. Hey, nee. Von da sind. Ja, genau, jetzt müssen wir da müssen wir hin. Machen. Meinst du, vielleicht geht's jetzt? Mach, ja. Probier mal. Nein, ja, probier jetzt mal. So, meinst du? Nee. Clip on. So ein bisschen höher. Cheater. No clip off. Ja, jetzt haben wir es. Nein! Das ist das Ding. Ja, dann mach No Clip und lauf wieder zurück. Meinst du? Ja, oder? Da kommen die noch nicht durch, oder? Willst du jetzt warten, bis sie hier schießen? Was passiert, wenn die Tür aufmachen und drückst wieder drauf? Keine Ahnung. Ja, geht, fuck. Geht wahrscheinlich. Mach No Clip, lauf wieder zurück. Und dann? In den Elektrozaun. Das wär's mal, nee, oder? Glaube ich, ne? Weil die haben halt Schusswaffen, ne? Das geht halt nicht. Scheiße. Nimm das Buch. Nimm das Buch. Hey, wir haben die abgehängt. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg gegangen bin. Da ging es auch nach rechts und links. Ja, das ist ja jetzt blöd. Oh. Hm. Nein, da kommst du nicht durch. Oh, doch. Oh, nicht gut. Mann, heftige Map. Heftige Map, Mann. Jetzt können wir das Buch angucken. Ja. Mach mal vor Gate B, wenn wir hinkommen. Don't like. Ey, ja, was machst du? Der ist doch hinter dir, oder? Vor mir. Wie soll denn da sein, wenn er die ganze Zeit sharp und trotzdem hinschaust? Verworfen. Oh. Ist er vielleicht da? Er kommt von oben. Jetzt haben
Ist mir schon mal passiert, aber wir haben es nicht auf Video. Blöd. Okay, anderer Weg. Empty room, motherfucker. Jetzt haben wir Probleme hinter. Wie das hier? Was ist denn das? Was? So ein Blitzen. So ein Punkt. Ne, hab nichts gesehen. Wie so ein Schuss sah's aus. Mach mir keine Angst, Mann. Da müssen wir hin, ne? In die Richtung. Pass auf. Da kann jetzt im Moment wieder auftauchen, bestimmt. Was? Was? Nee. Da kam, während es noch schwarz war. Während das Bild noch schwarz war, hat er mich getötet. Normalerweise, wenn es schwarz wird, ja, ja, klar, dann taucht er erstmal auf, dann spawnt er erst. So ein Scheiß. Junge. Wir sind unglaublich weit gekommen diesmal. Ja. Halt durch diesen No-Clip-Command, aber anders kommen wir nicht durch diesen Raum durch. Als weiß ich wenigstens, was der No-Clip macht. Weil ich dachte, dass der die Events halt ausschalten, dass dann alle Türen offen sind. Aber da kannst du dann durch die Wände durchlaufen, okay. Das ist ganz praktisch, wenn wir mal wieder so einen Bug haben, wo wir dann irgendwo eingesperrt sind. Stimmt, ja. Aber dann steht am Ende da Used Console Commands, aber naja. Wir müssen überhaupt durchspielen, Mann. Ne, ich will schon mal wissen, wie Gate B ausschaut. Naja. Das können wir zur Not auch mit Photoshop noch bearbeiten. Den Schlussscreen. Ja. Genau. Naja, ansonsten. Wollen wir das eigentlich splitten? Halbe Stunde? Lad mal ein Stück hoch, oder? Lad mal ein Stück hoch! Ein Stück, Leute, wollt ihr das sehen? Natürlich, aber wir haben noch ein Announcement zu machen. Ja, falls ihr bis hierhin geschaut habt überhaupt. Und zwar, wir haben aktueller Stand, 14. September, 98 Abonnenten. Das heißt, der Livestream rückt immer in greifbarere Nähe. Und ich denke, dass wir die 100 im Laufe der nächsten Woche knacken werden. Und sobald wir 100 haben, machen wir ein Announcement-Video, in dem wir den genauen Termin des Livestreams nennen werden. Ihr könnt euch dann notieren und dann Wecker stellen in euer Handy und alles. Und alle wichtigen Termine bis dahin absagen. Ne? Damit ihr bei uns dabei sein könnt. Würde ich auch machen, ja. Und ja. Und am Tag des Livestreams selber, ich weiß nicht, ob ihr in der Woche vorher halt die genaue Uhrzeit dann voraussagen können. Ja, es wird, denke ich mal, irgendwann Nachmittag stattfinden, zwischen 15 und 16 Uhr, sowas. Ne? So um den Dreh. Und falls sich was dran ändert oder sonst irgendwie, könnt ihr mir mal auf Twitter followen. @FearingHD. Den Link habe ich nochmal in die Beschreibung dann vom Video. Und dann werde ich dann so einen stündlichen Countdown zum Livestream posten. Junge. Junge. Jungens. Und dann wisst ihr Bescheid. Ne? Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Habe ich alles gesagt. Und alles gedacht. Denke schon, ja. Ich weiß es nicht. Du hast nicht gesagt. Subscribe bitte. Ja, das sowieso. Aber da habt ihr auch hier unten drunter den Button. Dann könnt ihr klicken. Dann seid ihr dabei. Ne? Also. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserem Livestream dabei seid. Haut rein. Ciao, Sinn.